Liebe Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, vor 20 Jahren war ich in Irlands Hauptstadt Dublin. Zwei Semester lang habe ich dort an einem irischen College studiert. An den 17. März 2000 erinnere ich mich noch ganz genau. Es ist der Tag des Nationalheiligen Patrick, der im Jahr 432 nach Irland als Missionar geschickt wurde, um dort die frohe Botschaft zu verkünden. Er verstand es, die Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen. Er baute viele Kirchen und er versuchte, die irisch-keltische Kultur mit dem Christentum in Verbindung zu bringen. Der St. Patrick's Day ist in Irland Feiertag. Damals waren etwa 1 Million Leute auf der Straße in der Stadt unterwegs. Unzählige Menschen säumten die Straßen, es gab lange Festumzüge mit vielen wunderbaren Bildern. Eine frohe, eine ausgelassene Stimmung erfüllte ganz Dublin. Heute wird es dort ganz anders sein. Aufgrund des Coronavirus wurden alle Paraden abgesagt. Und trotzdem geht das Leben weiter. In Irland und auch bei uns. Nur eben mit Einschränkungen. Der heilige Patrick war mit seiner Mission so erfolgreich, weil ihm Mut, Güte, Demut, Vertrauen in Gott und die Liebe zu den Iren zu eigen war. Solche Charakterzüge wünsche ich uns allen. Mut, um in den Zeiten des Coronavirus nicht zu verzweifeln, sondern gelassen nach vorn zu blicken. Güte, weil gütige Menschen eine positive Ausstrahlung haben, man mit gütigen Menschen gern zusammen ist. Demut, damit man sich selbst nicht als den Mittelpunkt der Welt setzt und seine Bedürfnisse und nur seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Vertrauen in Gott, weil wir ja gerade jetzt ganz besonders merken, dass wir unser Leben nicht selbst in der Hand haben. Und Liebe zu unseren Mitmenschen, denn Liebe kann uns verändern. Sie kann aufbauen, sie kann trösten, sie schenkt Kraft und Trost. Ich werde mir sicherlich meine Fotos anschauen, die ich vor 20 Jahren damals noch analog gemacht habe. Und ich werde mir eine Flasche Guinness gönnen, um auf Irland, auf meine Freunde dort anzustoßen, ebenso auf die Gesundheit aller. Gesundheit heißt im Gälischen Sláinte. So prostet man sich zu. In diesem Sinne Sláinte. Und so segne, begleite und beschütze euch und alle, die euch am Herzen liegen, auf die Fürsprache des heiligen Patrick von Irland, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.